Wir sind heute zu Gast bei Götti Switzerland, einem der größten Schweizer Brillenhersteller und Dimension-Kunde tatsächlich auch der ersten Stunde. Richtig. Und gerade deswegen so spannend, weil man hier sehen kann, wie ein Produkt vom Bildschirm auf den Kopf des Endkunden wandert. Sven, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Gerne. Wir haben einen Kaffee mitgebracht und Zeit, um über deine Firma und eure Projekte im 3D-Druckbereich zu sprechen. Ja. Stell dich doch gerne kurz vor. Mein Name ist Sven Götti. Ich bin ursprünglich Augenoptiker, 1993 in Selbstständigkeit mit einem Optikergeschäft gekommen. Aus dem heraus ist dann die Brillenkollektion Götti Switzerland entstanden. Inzwischen auch ein Teil davon ist die 3D-Druckkollektion. Und wie vorhin schon gesagt, ja, der Menschenkunde der ersten Stunde. Wie ist denn damals die Zusammenarbeit zustande gekommen? Wir haben 2014 ein Projekt geschaffen für Sportbrillen, wo wir uns mit 3D-Druck sehr schmal befasst haben. Wir haben sofort gesehen, dass das Material für uns Vorteil hat. Wir haben das ursprünglich in Spritzguss herstellen, haben uns dann aber für 3D-Druck entschieden und haben dann soweit alles vorbereitet gehabt, mit Scharnier, mit der Haptik und so weiter. Aber damals haben die Hersteller meistens nur schwarz färben. Und wir sind dann vor einer grossen Challenge gewesen, wie können wir die Brille einfärben, so wie wir es wollen, eine eigene Farbpalette kreieren. Aber auch natürlich, dass die Farben UV-beständig sind, gerade bei Sonnenbrillen, wenn man ans Meer geht. Aber natürlich auch allergiefrei, dass Menschen, die das tragen, das auch gut vertragen. Und dann über die Recherche halt im Internet sind wir auf den Manison gestoßen. Wir sind dann mit meinem Entwicklungschef nach München gefahren. Wir haben ein sehr gutes Gespräch gehabt, dort auch mit den Gründern, mit dem Felix und dem Philipp. Und sie haben uns dort dann auch die Maschine gezeigt. Und die Maschine hat eigentlich unsere Probleme gelöst. Also wir konnten eine Farbauswahl zusammenstellen, die uns gefallen hat. Wir haben eigene Farbpaletten kreiert. Und wir haben dann auch, weil wir alle Prozesse in-house machen, produzieren, die Maschinen auch bestellt bei Dimension. Und wir haben die Möglichkeit, unsere eigenen Farben zu applizieren auf Produkte. Also das läuft vom ersten Tag erstaunlich gut. Wie wirkt sich der Einsatz von dieser Technologie auch auf den Endkunden aus? Also wo spürt der da die Vorteile? Grundsätzlich sind die Leute, unsere Kunden, erstaunt, wie leicht und wie flexibel das Material ist. Das heisst, wir können mit 3D-Druck sehr komfortable Brillen herstellen, die auch sehr beständig sind. Und wir können auch die Physiognomie von den Kunden eingehen mit einem speziellen Projekt, das wir haben. Das heisst Dimension X, wo wir die Kopfbreite, die Nasenbreite können individuell anpassen, was natürlich ein riesen Vorteil ist gegenüber einer konventionellen Herstellung, wo das so nicht machbar ist. Wie geht es jetzt weiter? Was ist die Zukunftsvision? Wie plant ihr die Technologie auch weiterhin einzusetzen? Unsere Pläne sind einfach, diese Technologie weiter kennenzulernen, weiter zu forschen, mit der Industrie zusammen. Was gibt es da noch für Möglichkeiten, um sich noch mehr abzugrenzen? Also es wird diese Titanium- und Acetat-Kollektion nicht ersetzen, aber man kann einfach Dinge ausprobieren und realisieren, die sonst nicht möglich sind. Und da wollen wir schauen, wie weit wir kommen und freuen uns auf eine spannende Zeit. Vielen Dank, Sven, und dafür wünschen wir euch alles Gute und freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit und viele spannende Projekte. Gerne.